play there, actually, from Killefish. Ridiculous match. Yeah, that's a great comeback for Killefish. Oh, no. Killefish are going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und wieder mit einem ganz kurzen Informationsvideo. Gestern Nacht ist wieder was passiert und zwar hat Call of Duty announced, dass eine Map bzw. zwei Maps ersetzt werden und eine DLC-Map gespielt wird. Ihr habt richtig gehört, eine DLC-Map. Das ist, soweit ich weiß, noch nie passiert, dass eine DLC-Map mit in den Competitive Map Pool gepackt wurde. Also jetzt nochmal auf Deutsch, die Map Drift aus dem DLC-Paket Havoc, sollte vielleicht jeder von euch kennen, das Map-Pack zumindest. Da gibt es eine Map, die heißt Drift und die wurde jetzt in das Call of Duty Championship Map Pool, wurde diese Map hinzugefügt. Das gab es wie gesagt bisher, oder ich bin eigentlich schon relativ lange dabei und ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass es schon jemals der Fall war, dass eine Map, die zum Kaufen ist, also eine DLC-Map mit in den Map-Pool, in den Competitive Map-Pool kommt und sie wird ersetzt. Es wird wegfallen Biolab CTF, dafür wird jetzt Drift CTF gespielt und die Map Recovery fällt weg, Recovery SND. Und es wird dafür Drift SND gespielt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Meine persönliche Meinung ist, ich finde es einerseits nicht schlecht, dass sowas mal gemacht wird. Andererseits finde ich es ein bisschen sehr kurzfristig, sowas zwei Wochen vor den Champs zu announcen, da die ganzen oder die 32 qualifizierten Teams jetzt innerhalb von zwei Wochen diese Map practicen müssen. Man weiß ja nicht, ob die Spawns wirklich hundertprozentig funktionieren. Also bei CTF natürlich die Spawns und wie das Ganze dann auch bei SND funktionieren wird. Zudem finde ich es relativ schade, dass Recovery SND rausfällt aus dem Map-Pool, da ich die Map persönlich immer sehr, sehr gern geguckt habe. Fand ich eine der besten SND-Maps. Ich persönlich hätte eher Terrace rausgemacht, die Map, die ist mir ein bisschen zu viel einfach, zu viele Ebenen und so weiter. Ich finde die nicht so gut für Competitive, hätte ich eher Recovery drin gelassen, Terrace raus. Biolab CTF hätte man die Spawns auch fixen können, aber allen finde ich es eigentlich nicht schlecht, das zu machen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, was ihr glaubt, wie das Ganze funktionieren wird. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu denkt und wir hören dann wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Shox.